Hallo Leute und herzlich willkommen zurück im ETA. Ja, jetzt hast du mir reingeredet, weißt du? Nee, so kann ich nicht arbeiten. Vor allen Dingen, ich mach das jedes Mal. Ja, genau. So. Jedes Mal redest du mir rein, also wirklich. Heute geht das los hier, ne? Heute machen wir hier die Riesenpläne. Wir haben heute vor. Erstmal, ich crafte erstmal Bricks. Das ist erstmal. Dann crafte du mal und ich suche mal, was. Haben wir hier oben noch irgendwo was zu essen? Ich krieg gerade echt Kohldampf. Ja, Blaubeeren. Okay, boah, das wird eng mit den Treppen, mit dem Dach. Richtig so. Eng. Also kein Clay mehr. Oder wohl, doch, das reicht. Easy, Alter, easy. So. Vor allem, ich renne die ganze Zeit hier unten rum, mach gar nichts und du baust hier oben ein komplettes Dach drauf. Ja, okay. Ist irgendwie schon leicht unproduktiv. Was heißt hier unproduktiv? Ich bin einfach nur schlau im Kopf. Hast du Fackeln? Nein. Mach Fackeln. Nein. Und leuchte mal das Dach aus. Mach dich mal nützlich. Ach, ich soll mich nützlich machen? Ja. Okay, ich stelle mich in die Ecke, dann bin ich nützlich genug. Haben wir hier irgendwo Fackeln? Ich glaube, ja. Ja, die Frage ist, ja, ich bin sowieso schon alle Kisten am Durchgucken. In der verschiedenen Kiste haben wir 4 Ambrosium und auch 25 normale Fackeln. Wir nehmen die 25 normale. Ja. So, dann kommen wir mal wieder nach oben. Du sollst eigentlich nur den Dachstuhl ausleuchten. Damit ja, dafür muss ich ja in den Dachstuhl rein. Spawnt. Du Schlaubeutel. So, zack. Wer baut ein Dach mit Erdumrandung? Und warum ist es hier drin immer noch taghell? Weiß ich nicht. Bei mir ist es hier drin taghell. Kann man das so lassen? Ja, kann man eigentlich machen. Was geht hier gerade ab? Warum ist es in diesem fucking Dach taghell? Keine Ahnung. Verstehe das nicht. Egal. Ich verstehe das nicht. Wir leuchten aus. Doch, genau. Wir leuchten aus, das ist irgendwie so ein Firmenslogan. Wir leuchten aus. So. Jetzt brauche ich noch so eine schnieke Umrandung um das Dach und dann müssen wir uns endlich mal entscheiden, was wir mit der Tür hier machen. Ich schlage vor, wir reißen sie ab und bauen eine Eisentür mit Redstone-Schaltung hin. Das ist doch genau dasselbe Prinzip, genau dasselbe Bullshit. Nein, das ist viel einfacher. Nein, das ist. Weil du nicht von oben und unten ansteuern musst und dies, das. Dies, das, Ananas oder was? Dies, das, Ananas. Ja. Ja. Ja, bauen wir die ab oder bauen wir die nicht ab? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Ich würde sagen, wir bauen sie ab, weil sie ist hässlich. Ich wäre definitiv dagegen. Sie ist hässlich. Nein, ist sie nicht. Sie ist übelst hässlich. Du siehst die Pistons von oben und kannst ja, und? Ins Haus reingucken. Das ist auch nur wegen dir, weil du das da weggemacht hast. Den oberen Teil hast du gebaut. Bitte schön. Nein, ja, den oberen Teil habe ich gebaut, aber du hast die Sichtverdeckung weggemacht. Die muss. Ja, ich nenne das Sichtverdeckung. Da können wir uns ja noch was einfallen lassen. Trotzdem ist sie hässlich. Nein, ist sie nicht. Klar. Nein. Doch. Das ist meine Tür. Und ich habe sie lieb gewonnen. Sie war ist nicht erst hässlich. 3 Folgen da oder so. Ja, trotzdem habe ich sie lieb gewonnen. Tja. Sag mir niemals, dass meine Bauwerke hässlich sind. Oder du kriegst es mit meinen Türen zu tun. Du hast noch nicht mal Türen. Doch, ich habe Türen. Nein, du hast Pistentüren. Das sind auch Türen, sie haben auch Gefühle. So, ich meine jetzt hier oben die mal die Erde weg, weißt du, weil die stört mich hier. Die stört dich? Ja. Wer hat sie denn da hingebaut? Die stört mich einfach in meinen Möglichkeiten, stört die mich. Ach. Ja, so. Jetzt ist sie nämlich weg. Scheiß Erde. Oh mein Gott. So. Das Dach ist... Vollendet. Ich wusste, dass das kommt. Ja. So. Jetzt können wir uns in den Wintergarten. Wintergarten. Ja. Machen wir mal Wintergarten hier, ne? Machen wir mal Wintergarten-Action. Gänse. Wintergarten. In den Wiener Garten gehen wir jetzt. Wiener Würstel? Wiener Würstchen ist geil. Ja. Wir machen jetzt einen Wintergarten hier draus. So. Auch wenn wir hier oben. Nein, wir machen Wintergarten auch. Ich hab einen Wintergarten, ich hab Hunger. Es gibt keinen Wintergarten. Doch, den gibt es. Mit was. Mit was überdachen wir die Scheiße hier? Mit Würstchen. Ja, lustig. Nein, mal ehrlich. Guck, ich fang schon mal an. Ja, sehr hält nicht. Funktioniert nicht ganz.
Wir brauchen mehr Kleber. Oh Mann. Wir brauchen mehr Klaus-Kleber. Jetzt mal ehrlich, das überdachen wir das mit Ziegeln? Nein, wenn da mit Glas. Ja, na komm. Es kommt doch schon. Nichts mit Ziegeln. Aber es kommt doch schon drumherum Glas. Also jetzt ein Dach aus Glas, wenn man noch ein bisschen. Achso, du wolltest. Weißt du, wir machen drumherum Glas. Mach mal Ziegel, ja? Mach mal Ziegel. Brauchen wir mehr, machen wir mehr dann Clay. Wollte gerade sagen, dann brauchen wir mehr Clay. Ich gehe runter und hol Clay. Ich komm mit. Wie gesagt, okay, wir können ja mal wieder eine schöne kleine Umfrage machen. Letzte Folge. Wenn ihr wünscht, dass diese Tür abgebaut werden soll. Die Tür muss weg. Also schreibt in die Kommentare, die Tür muss weg. Mit Ausrufezeichen. Dann werden wir sie abbauen und setzen. Und wenn ihr wollt, dass die Pistentür da bleibt, dann schreibt ein Wusch. Genau. In die Kommentare. Also entweder. Wir sollten nochmal schlafen gehen. Ja. Es ist Nacht. Gute Idee. Also entweder die Tür muss weg. Also. Ihr müsst euch das so denken und so aussprechen auch. So. Oder ein Wusch. Genau, oder ein Wusch. Die Tür da bleibt. Ja. Wo bleibst du? Ich lieg das schon längst. Dein Bett ist leer. Ja, vielleicht bin ich noch nicht appiert bei dir. Appiert? Appiert. Wirklich? Ach, da bist du doch. Los geht's. So, warte mal. Jetzt habe ich hier mein Mikrofon umgerüttelt, weißt du, kennst du. Und, ja. Deswegen habe ich ein Tisch-Stativ. Hatte ich auch. Habe ich auch hier irgendwo rumliegen. Ja, und warum benutzt du es? Weil ich momentan ein Geigenstativ benutze. Willst du dein Mikrofon etwa hängen? Ist schon. Was hat es dir getan? Es war, es hat mich aufgenommen. Es hat mich aufgezeichnet, als ich geschlafen habe. Was? Fail to login, bad login. Lol. Also du bist auf jeden Fall weg. Ja, ich merk's. Ich muss ja den Shader ausmachen, fällt mir gerade auf. Because. Ich komm nicht mehr rein irgendwie. Nicht? Nein, fail to login, bad login. Ich komm nicht rein. Soll ich kurz den Server neu starten? Ja, mach mal. Okay. Machen wir jetzt alles live hier. Genau. Machen wir jetzt alles live. Aber kann ja nicht bad so lange login dauern. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Kann ja nicht so lange dauern. Ist ja nur Nitrado. Ich hoffe es doch. Ja. Wolltest du nicht so sponsored bei Nitrado? Jetzt könnte ich das wieder einblenden. So, hüpf noch ein bisschen. Ich habe auf Neustart gedrückt. So, jetzt geht's los. So. Nein, er startet gerade. Ja, jetzt Country-Server. Okay. Ja, warum machen wir das eigentlich gerade live? Dauert ja nicht so lange, ist ja nur Nitrado. Ja. Klar. Ist klar. Aber wir können ja noch mal vielleicht so ein bisschen was ansprechen. Wir wissen noch nicht, wie die letzte Umfrage ausgegangen ist. Das kann man jetzt mal so sagen. Das wissen wir noch nicht. Das, vor allem, weil wir erst vor 5 Minuten die letzte Folge recorded haben, aber okay. Ja. Von daher werden wir diese Auswirkungen, die wird es erst in der nächsten Folge zu spüren geben. Läuft wieder. Super, hoffentlich kommen wir jetzt drauf. Logging in. So, also ich bin drauf. Fail to login, bad login. Yay. Gut, dann wird da jemand sein Minecraft neu starten müssen. Ja, kann ich nicht. Ja. Müssen wir cutten. Ja, da musst du aber auch cutten. Naja, für eine Folge können wir das schon mal machen. Ja gut, okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. Minecraft. Tschüss. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück in Minecraft. Ja, kurzer Cut. Ja, genau, Adrian, Minecraft hat die mal so... Ach, da bist du. Ganz kurz verarscht. Ja, wo denn? Ja. Hallo. Hab dich. Hier haben wir ja schon fast alles Clay abgeerntet, ne? Ja. Ich merke gerade, ich muss die Musik nur leider ein bisschen leiser drehen, aber gut, das können wir hier was, so uns ja, go gut, machen. Gut, dass ich noch genug Blueberries dabei habe. Ansonsten wird das echt problematisch. Problematisch, wird das problematisch? Ja, yep. Problematic. Ja, so kann das sein, ne? So, nein. Ich suche jetzt Clay. Wir suchen jetzt Clay. Ah, hier ist das Clay? Das ist Clay. Yeah! Yay, es ist Clay. Yay, Clay! Wow. Oh my god, it's Clay! Hey, da drüben ist... Nee, da drüben ist nicht noch mehr, verdammt. It's Clayman! It's a Claying Man! Halleluja! Meine ganz neue Songparodie. Ja. Wir machen direkt schon heute die Konkurrenz. Auf jeden Fall. Also, ich weiß gar nicht, was da schief gehen kann. Naja, so. Ich habe schon ein Stack zusammen, das ist schon mal gut. Ich hab noch nicht mal rausgefunden. Irgendwie, es gibt doch so ein Ding mit Glück oder so, da kriegt man doch mehr raus, das wäre cool. Ja, da musst du es aber enchanten. Ja, auf Level 30 und das 25.000 Mal. Jetzt habe ich hier unten auch 26 Dings.
Ich habe jetzt 11, merkwürdig. Enchantment-Punkte. Ja, meine ich. Lol. Okay, da können wir dann ja dann nochmal... Jetzt auf einmal her. Hast du noch die Diamanten? 3 Stück. Dann kann ich vielleicht meine Schaufel nochmal reparieren. Nein. Doch. Das sind meine Diamanten. Auch wenn ich nicht weiß, wie sie in mein Inventar gekommen sind. Es sind meine Diamanten. Ich muss sie ja mal erfarmt haben irgendwann. Nein, musst du nicht. Komm schon, ein Diamant, dann ist ja die Schaufel eigentlich wieder ganz. Oder ich mach mal einfach eine neue. Das sind meine Diamanten. Beta. Nein. Beta. Nein. Kriegst du auch einen Snickers. Okay. Du schuldest mir eh noch einen Snickers. Na siehst du, kriegst du 2. Meine ich zumindest. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du mir noch einen Snickers schuldest. Ich weiß es nicht. Wir hatten eine Wette und dann hatten wir, glaube ich, eine Gegenwette. Wollen wir mal die Aufnahme angucken, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich nehme auch nicht, deswegen. Dann müssen wir nochmal. Wow, hier ist ja noch so viel Clay. Wo kommt das denn alles her? Weiß ich nicht. Ist ja fast so, als ob du uns die Welt sagen würde, so, boah, Alter, hier ist ein bisschen Mach Clay. Mach dein Haus aus Ziegel. So. Liebe Minecraft-Welt, das hatten wir bereits vor, aber danke für den Tipp. Ja. Damit sie es nicht hört. Die Minecraft-Welt könnte uns dafür haten. Sie könnte uns dafür töten. Haten, töten. Ach, ist alles dasselbe. Naja, so ein bisschen. So ein bisschen. Bisschen. Ganz kleines bisschen. Ich frage mich gerade, ob ich die Schaufel reparieren oder eine neue bauen soll. Das ist eine gute Frage, finde ich. Ja, ich würde eine neue bauen. Meinst du? Ja gut, sie ist ja noch nicht... Ist die alte enchanted? Nee, sie ist noch nicht enchanted. Ja, dann würde ich eine neue bauen. Ja, und die neue. Reparieren und die kostet neue. Sowohl XP als auch... Ich höre zweimal dasselbe Lied, aber okay. Okay. Dann enchante ich die neue dann. Weil das könnte sich ja lohnen. Dann kriege ich ja 500.000 Verzauberungen drauf, weißt du? Wahrscheinlich nicht, aber naja. Ist klar. Ich laufe gerade irgendwie kreuz und quer. Irgendwo lang. Wie ist denn die Clay-Bilanz? Die Clay-Bilanz sagt ein 46er Stack und ein 20er Stack. Okay. 64er Stack, nicht 46er. Andrea. Oh, das ist aber wichtig. Warum ist das wichtig? Das ist komplett unwichtig. Oh okay. Oh mein Gott. Clay? Nein, ich habe... Was Böseres. 4 Stacks und einen halben. A Creeperle. Ja, Creeper sind unschön. Creeper können nicht in die Luft springen. Das haben die so an sich. Ach, wirklich? Ja, einer von ihnen hat sich gerade vom Leben verabschiedet. Tja. Suizid. So jung, Suizid-Creeper. Nein, das war kein Suizid-Creeper. Das war ein Terroristen-Creeper. Wäre ja aber auch falsch, weil... wenn man es jetzt so mal genau nimmt, würden Creeper ja dann Japaner sein. Warum? Naja. Pearl Harbor und so, ne? Stimmt. Stell dir jetzt mal Creeper in Flugzeugen vor. Oh mein Gott, wir werden sterben. Lektion Nummer 1 in Minecraft: gibt Creepern niemals Flugzeuge. Es gibt ja sogar Flugzeuge in Minecraft, den Flans-Mod oder so hieß es. Deswegen werde ich diesen Mod niemals installieren. Schon wegen der Creeper-Willen. Und meiner Gesundheit. Kommt ein Creeper angeflogen, werfen Atombomben auf dich. Kommt ein Creeper geflogen. Ja. Mhm. Eine Schlucht. Unter Wasser. Oh mein Gott. Geflutet. Eine Unterwasserschlucht. So, ich glaube, ich habe erstmal genug Clay. Ach, wirklich? Also, ja, damit kann man schon wieder ein bisschen was machen. Ja, muss man halt erst wieder brennen und so und... Naja, aber das kriegen wir alles hin. Und sich verbrennen und sich erbrennen. Weil ich so ein heißer Typ bin. Wer es glaubt. Wo geht's denn hier zurück? Hallo? Ich habe null Ahnung. Ich bin auch gerade irgendwo in dem sumpfigen Sumpf. Ja, aber hier ist überall Sumpf. Hier ist überall Sumpf. Sumpf ist ja überall. Sumpf, oh, gibt's doch nicht. Ja. Oh mein Gott. So. Wir sind gesümpft. Ach, da drüben sehe ich das Haus. So, ich meine, Render, das sind so niedrig. Also meine steht auf... Ich mach die mal auf Fahr gerade. Meine steht auf Normal. Wie viel FPS habe ich dann? Ich habe, glaube ich, noch mehr Clay gefunden. Okay. Ja, so gefällt mir die Render, das ist doch schon mal besser. Jetzt kann ich aber den Shader anmachen hier. Standard. Er hat einen Shader, oh mein Gott, tötet ihn. Ja, in Minecraft, ach Quatsch, im Ether geht das schon mal, ne? Da kann man das schon mal machen. Mhm.
Magst du mal einen Blick auf Le Ur werfen? Le Ur sagt 6 Minuten plus die andere 8 Minuten. Und knapp 15 Minuten. So in etwa. Mhm. Ich habe gerade aber irgendwie Bock, noch ein bisschen was aufzunehmen. Ach, sind wir doch nicht so müde. Nee, jetzt nicht mehr. Weißt du, jedes Mal, wenn ich dich sehe, das ist wie ein Jungbrunnen. So. Hier so. Na gut. Nee. Dann machen wir jetzt Kutten und dann Kutten und sagen bis zur nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Ciao.